good. So, meine Freunde, DD ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video und ja, Real-Life-Stories angesagt. Heute eine richtig Bomben-Real-Life-Story. Heute ist der 2.1. im neuen Jahr. Bestes Jahr auf jeden Fall. Richtig geiles Feeling. So zu Silvester, 1. Januar, richtig niedergeschlagen, so richtig krank, so Halsschmerzen, so richtig down, weißt du. Und jetzt wirklich 2.1. Bombenstimmung, weißt du. Ich bin richtig glücklich, bin richtig gut gelaunt, freue mich einfach auf dieses Jahr, ne? Auf die ganzen Chancen, die ich bekommen werde. Und in dieser Real-Life-Story geht es einfach um den Absturz 2014 des Todes. Nicht für mich, aber naja, wie man es nimmt. Fang einfach an. Nämlich ein guter Kollege von mir, ich nenne jetzt keinen Namen. In der ganzen Geschichte nenne ich keinen Namen, sonst fühlt sich dann noch irgendjemand beleidigt. Aber ich denke mal, die Person wissen, wer angesprochen ist und so. Auf jeden Fall, ja, die Party, wie soll ich sagen, ist eine Geburtstagsparty gewesen. So eine ganz gechillte, in so einem Feuerwehrhaus, ja, Freunde. 40, 50 Leute eingeladen. Chillt auf jeden Fall, ja, Freunde. Bisschen Alkohol dabei, ein bisschen Musik aufgelegt, die ein bisschen schön, schön gut dröhnt, ja, Freunde. Und dann gibt's so Leute, die vertragen was, nicht, ja. Die können was ab, die können was nicht ab, ja. So, Freunde, dann war es eigentlich ein richtig geiler Abend, ja, war der ganze Tag so richtig gechillt. Mit Sascha und so war alles richtig geil. Kommen wir so an die Party an, ne, die letzten Sachen so am Vorbereiten waren wir da. Und danach lassen wir so die Gäste immer weiter rein, dann kommen alle so. Und ich sag mal so, das waren so knapp, ja doch, so 2015 waren alle da. Und dann geht es eigentlich relativ stillmäßig ab. Gastgeber, die ganze Zeit am Getränk austeilen, ja, ein paar Leute haben ihm dabei geholfen. Ging die ganze Zeit gut ab, ja, kurze Cola, Korn, war alles dabei, ja. Und Jürgen, den geilen Stissler von Battlefield 4, von früher kennt ihr ja bestimmt noch, der hat uns eine richtig geile Mischung gemacht. Die haben wir alle schön weggesoffen, die anderen, ja, nee, lass mal wieder, ist nicht so gut, ja. Und die anderen, naja, die haben übertrieben, dazu komme ich noch gleich. Und da gab es die ersten kurzen, ja, kennt ihr vielleicht, Oldeslohr oder so. Blau, grün, rot, den ganzen Shit. Und ja, das gab's dann immer, batz, 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 alles weg, ja. War richtig geil. Und danach war wirklich, es war wirklich geil. Und die Stimmung war richtig geil. Man hat nicht gemerkt, dass irgendeinem irgendwie die Stimmung fehlte, der andere keine Lust hat. Die Stimmung war einfach richtig mega geil. Dann ist man mal ein bisschen rausgegangen, ja, Freunde, hat mit den anderen, die gerade gerauchen waren, gelabert, ja. War richtig geil, aber andere, die waren richtig besoffen, ja, Freunde, und ich gehöre auch dazu. Ich war besoffen, ich war dicht, aber das ging noch, meiner Meinung nach, so viel, wie ich noch weiß vom Abend. Ich weiß nicht alles. Und da gibt's aber andere, die waren sehr stark besoffen, ja. Die Freunde, die musste man hin und her tragen. Die andere hatte irgendwelche Alkoholikprobleme, die richtig down war. Aber dann gab es noch ein paar Patienten, 2 bis 3, die richtig down waren. Ja, Freunde, die haben gekotzt. Stücke wurden rausgekotzt, ja, Freunde. Die waren richtig down, haben vorher noch beim Griechen gegessen. Für dich gegrüßt. Und den Griechen natürlich auch. Hast du gut gemacht. Oh mein Gott, es ist 21 Uhr und es waren irgendwie 3 bis 4 Leute oder so am Kotzen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nach einer Stunde. Nach einer Stunde. Boah, dass den Leuten das so schlecht geht, dass einige so dicht sind. Und die eine war auch geil, ne? Die wird so die ganze Zeit getragen, ne? Wir helfen der so die ganze Zeit. Und was passiert, ey? Die haut einfach trocken so raus. Gib mir nochmal Wodka, ne? Wir geben der die ganze Zeit so Wasser, damit sie denkt so, ist Wodka oder so, ne? Die wollte die ganze Zeit noch weiter trinken, die war richtig fertig, ey. Beste Party auf jeden Fall, nach einer Stunde waren alle fertig. Beste, ey. Gekotzt, das muss man sich mal vorstellen. Irgend so eine andere Dicke, ne? Die prallt sich so auf den Tisch, die ganzen Flaschen haut sie um, find's noch witzig. Alter, boah, das war richtig der dumme Shit. Oder dann gab's noch so eine, die dann richtig abgefuchst war. Keine Ahnung, was die hat sich auf mich gesetzt, ja. Und ich, da so aus. Ich weiß nicht mehr, was mit mir los war, ja, Freunde. Ich muss selber richtig dumm grinsen dabei. Hab irgendwie die ganze Zeit so, ja, ist schon rauf, runter gemacht, ja, mit so den Füßen, ne.
Lass den Arsch wackeln, ah, huala hoop. Ja, wisst ihr, von Shindy und so. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was da passiert ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hatte meinen Spaß an dem Abend. Scheiße, das ist so dumm gewesen. Ne? Müsste ich das mal geben. Das hätte so ein richtig geiler Abend gewesen sein können. Der war auch geil. Für alle, die nicht so down waren. Und es hätte sich noch so lang ziehen können. So 1 bis 2 oder mindestens bis 0 Uhr Mitternacht, ja? Nein, es waren schon noch in einer Stunde alle down. Sie waren einfach down. Das muss man sich mal geben. Und an sich, es war so krass, ja, Freunde. Man kann sich so vorstellen, der Abend hätte immer anders ausgehen können, ja. Der eine macht was kaputt, der andere macht Scheiße, der andere macht vielleicht eine Schlägerei. Ja, aber dass so viele Leute auf einmal anfangen zu kotzen, dass es denen schlecht geht, die einfach alles kaputt machen, die anderen zu viel gesoffen haben, dass sie aggressiv werden, ja, Freunde. Dass am Ende die Leute nicht mehr wussten, wo sie wohnen. Für dich gegrüßt, Flo. Ich weiß, es ist ein Joke war, aber naja, gut. Aber wirklich, das ist echt ein Absturz gewesen und ich möchte einfach in den Kommentaren sehen, was ihr für Abstürze bisher hattet und ich würde mich einfach darüber freuen, wenn ihr ein Like, Abo da lassen würdet und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. We'll be right back.